In den Bergen Zentralchinas liegt das Shaolin-Kloster, die sagenumwobene Geburtsstätte von Kung-Fu und Zen-Buddhismus. Auf ihrer Suche nach Erleuchtung schufen die Shaolin-Mönche ein Paradoxon, die Kombination tödlicher Kampfkünste mit buddhistischen Meditationsübungen. In seiner 1500-jährigen Geschichte überstand das Kloster zahllose Kriege und Revolutionen, bis es 1928 von einem lokalen Kriegsfürsten fast vollständig niedergebrannt wurde. Shaolin geriet in Vergessenheit, bis 1982 der Film Shaolin – Kloster der Rächer mit Kung-Fu-Meister Jet Li erschien und weltweit ein Kassenschlager wurde. Wir werden einen Blick hinter die Kulissen des Mythos Shaolin werfen und begleiten vier junge Männer, die sich hier wie unzählige andere auch ihren Traum erfüllen wollen. Ich heiße Yuan Peng. Ich bin 10 Jahre alt und komme aus einem kleinen Dorf in der Provinz Gansu. Yuan Peng wurde vom Shaolin-Mönch Yong Liao adoptiert. Wenn sich der Junge nach 3 Jahren harten Trainings als begabt erweist, steht es ihm frei, selbst ein Kriegermönch zu werden. Viele Geheimnisse des Kung-Fu werden nur Mönchen anvertraut. Meine Eltern brachten mich her, damit mich ein Shaolin-Mönch aufzieht. Als meine Mutter mich hier ganz allein zurückließ, musste ich weinen. Ich habe 5 Geschwister, die alle in der Fabrik arbeiten. Wenn ich groß bin, will ich nicht in einer Fabrik arbeiten. Ich werde bestimmt mal ein reicher und berühmter Filmstar. Ich will so stark werden wie Jet Li, damit ich das Böse ausmerzen kann. Das Shaolin-Kloster liegt in der Provinz Henan. Historikern zufolge ist diese Provinz die Wiege der chinesischen Zivilisation. Heute jedoch gehört Henan zu den ärmsten Regionen im Reich der Mitte. Nach der Öffnung Chinas zog die legendäre Geburtsstätte des Kung-Fu immer mehr Touristen an. Die Regionalregierung ließ daraufhin das Kloster wieder aufbauen und die nahegelegene Stadt Dengfeng profitierte von der entstehenden Shaolin-Tourismusindustrie. Aus ganz China reisten Kung-Fu-Meister an und eröffneten hier über 100 Kampfkunstschulen. Ich heiße Orion Lee, bin 19 und komme aus Connecticut. Bruce Lee ist mein allergrößtes Idol. Er ist mein Held. So wie er will ich gerne sein. In China ist Kung-Fu-Lernen eine Lebensart, die sehr hohes Ansehen genießt. In Amerika ist das nur ein Hobby. Viele Amerikaner verstehen Kung-Fu nicht. In Amerika heißt es immer nur, wie mache ich einen Haufen Geld? Hier sagt man, lerne Kung-Fu und die Menschen werden dich hochachten. Und genau deshalb bin ich hier. In Amerika kannst du nur 2 oder 3 Mal die Woche trainieren, jeweils 1 Stunde lang. Da lernt man nichts. Bis zum nächsten Unterricht hat man 5 Hamburger verdrückt und alles zunichte gemacht, was man gelernt hat. Hier trainiert man den ganzen Tag lang. Es ist viel strenger und traditioneller.
Viele Amerikaner gehen 4 Jahre zur Hochschule und machen Abschlüsse in Jura, BWL, Mathematik oder Naturwissenschaften. Ich würde gerne meinen Abschluss in Kung Fu machen. Ich denke oft daran, wie sehr er an sich gearbeitet hat und wie viel ich noch vor mir habe. Tagu ist die größte Kampfkunstschule der Welt. Ihre über 14.000 Schüler verschufen ihr den Spitznamen Unbesiegbare Kampfhorde. Tagu gilt als die beste Schule für Sanda, eine moderne Kontaktkampfsportart, die auf Kung-Fu aufbaut. Sanda kombiniert traditionelle Kung-Fu-Techniken wie Schläge und Tritte mit Wurftechniken und ist ein brutaler Wettkampfsport. Ich heiße Ju. Ju ist Mitglied der Elitemannschaft von Tagu. Er und seine Mannschaftskameraden trainieren täglich 8 Stunden für ihre Wettkämpfe. Ich bin 19 und stamme aus einem kleinen Bauerndorf in der Provinz Henan. Ich kam als 13-Jähriger zur Tagu-Schule. Schon als Kind mochte ich Kampfkünste. Ich sah mir zum Beispiel Filme mit Jet Li an. Doch im Unterschied zu den Filmen gibt es bei den echten Shaolin keine Legenden, sondern nur hartes Training. Ich will der Beste werden. Ich will den Titel. Ich heiße Eric Guillot, bin 29 und stamme aus der Bretagne, in Frankreich. Shaolin Kung Fu, Kung Fu, Shaolin Kung Fu. 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 This school is the biggest school in the world. Yes? And in my country. Als ich zum ersten Mal hier war, wusste ich nichts über Shaolin. Ich hatte keinen Schimmer und war völlig ahnungslos. Als ich ins Shaolin-Kloster kam, brannten überall Räucherstäbchen. Das war richtig magisch. Das Shaolin-Kloster ist eine Pilgerstätte für Kampfkünste. Wie die alten Klöster in Frankreich besitzt es eine mystische Aura, eine mythische Atmosphäre. Klöster in nebelumwölkten Bergen. In Frankreich habe ich mich sehr für Buddhismus interessiert. Die buddhistische Philosophie verschafft dir Gelassenheit. Sie lehrt dich Mitgefühl, Geduld und Toleranz. Kampfkünste sind zwar martialisch, aber es geht auch ums Herz. Als ich einen Dokumentarfilm über den großen Shaolin-Meister De Yang gesehen habe, war ich fasziniert von dessen Aura. Ich dachte, das ist die höchste Stufe der Kampfkunst. Und seitdem träume ich davon, Meister De Yang nachzueifern. Ich wollte einfach wissen, ob ich diesen Traum verwirklichen kann.
Zhuang Peng, Orion, Zhu und Eric besuchen unterschiedliche Schulen. Doch wie jeder Shaolin-Eleve müssen sie vor Sonnenaufgang aufstehen. Das ist mein Weckruf, meistens. Die erste Lektion des Tages ist die beste, denn sie gibt dir Energie für den ganzen Tag. Ich reise zum ersten Mal ganz allein auf mich gestellt. Der Kulturschock erwischte mich erst, als ich in China ankam, aber dafür dann umso heftiger. Die Region ist sehr ländlich. Die Hälfte der Menschen hier ist nicht über eine einfache Schule hinausgekommen. Kaum jemand hat einen Abschluss und die meisten kennen nichts außer der Landwirtschaft. Die Armut hat mich doch sehr überrascht. Die Kinder trainieren draußen im Dreck. Wirklich schockierend. Du sagst dir, du meine Güte, diese Kinder trainieren jeden Tag draußen, sind dreckig und duschen nur selten. Alles war so anders, wirklich alles. Die Toiletten, das Essen, alles war völlig anders als in Amerika. Ich bin in China, ich habe keine Freunde, ich kann mit niemandem reden. Ich hatte große Angst, war total nervös. Außer euch habe ich wirklich nicht viele Freunde hier. Mein Vater ist Tai-Chi-Meister. Als Kind sah ich ihm oft dabei zu. Als ich 9 war, lernte ich Taekwondo und Dangsudo. Meine Eltern sind keine typisch amerikanischen Eltern, die versessen darauf sind, dass ihr Sohn Anwalt oder sowas wird. Sie wollten, dass ich das tue, was mich glücklich macht. Kampfkunst. Und das ist wirklich kein Hobby, sondern etwas, worin ich gut bin. Ich habe Talent. Und es ist wirklich das Einzige, was mich glücklich machen kann. Mein Lehrer Xian Wei begann als 8-Jähriger mit seinem Training. Er hat sein ganzes Leben lang hier trainiert. Jetzt ist er 22 und seit 3 Jahren selbst ein Lehrer. Sein Kung-Fu ist hervorragend. Seine Bewegungen, seine Kraft und seine Wildheit. Er lehrt echtes Kung-Fu. Als ich Xian Wei kennenlernte, sagte er mir, er würde mich wie einen Chinesen behandeln. Ich liebe das Training wegen meines Lehrers. Ohne Xian Wei wäre ich vermutlich längst schon wieder abgereist. Er sagt, dass ich von allen Ausländern an der Schule am entschlossensten bin. Ich ertrage vieles, das andere Ausländer nicht ertragen können. Aber ich bin mir sicher, dass er manchmal genug davon hat, einen Ausländer zu trainieren. Cha cha.
Wer Chinesisch spricht, kann sich in China integrieren. Um Mönch zu werden, muss man perfekt Chinesisch können. Viele Ausländer bitten Meister De Yang darum, ihnen die Geheimnisse des Kung Fu beizubringen. Aber Meister De Yang akzeptiert nicht jeden als Novizen. Es dauert seine Zeit, bis er einem vertraut. Das Shaolin-Kloster kann auf eine 1500-jährige Geschichte zurückblicken und bewahrt unzählige Geheimnisse der Shaolin. Nachdem 1982 der Film Shaolin – Kloster der Rächer in die Kinos kam, strömten plötzlich tausende Kung-Fu-Fans nach Shaolin und wollten Mönch werden. Wenn wir alle aufgenommen hätten, wäre auf dem Berg kein Fleckchen Erde mehr frei. Deshalb nimmt das Shaolin-Kloster nur wenige Novizen auf. An meiner Schule sind zwei neue ausländische Schüler. Andrei aus Russland und Hussein aus dem Senegal. Hussein will mit Meister De Yang trainieren, aber der sagt immer nur, nein, erst trainierst du wie ein Chinese und später unterrichte ich dich. Vielleicht. Wushu ist einfach nur ästhetisch. Nach 5 Jahren Training gehe ich wieder nach Hause. Und wenn mich dann jemand angreift, mache ich einfach einen Backflip. Mit so schnellen Backflips kann man doch prima abhauen. Die Matten in der Schule von De Yang sind ziemlich übel ramponiert. Das kann ganz schön gefährlich werden. Zhu und das Sander-Team von Tagu suchen das Shaolin-Kloster auf, um dort um Erfolg bei ihrem bevorstehenden Turnier zu bitten, den Stadtspielen von Zhuzhou. Ich habe Dong Kei vor 2 Jahren kennengelernt. Er ist mein bester Freund. Wir sind wie Brüder. Dong Kei kämpft wie ein Stier. Vor dem Turnier wird unter Aufsicht das genaue Kampfgewicht für die Einteilung in die Gewichtsklassen ermittelt. Vor einem Kampf bin ich immer nervös. Thank you.
Sanda ist ein brutaler Wettkampfsport. Als mein Gegner mich umwarf, habe ich mir die Schulter ausgekugelt. Jus Verletzung ändert jedoch nichts am Ergebnis, denn dies ist ein Teamwettkampf und die Mannschaft von Tagu steht auf dem Siegertreppchen. Meine Eltern sind Landarbeiter und müssen hart schuften. Ich will nicht als Landarbeiter enden. Mein Vater brachte mich hierher, weil ich eine bessere Zukunft haben soll als er. Als ich von zu Hause fortzog, weinte meine Mutter. Aber ich wollte unbedingt nach Dengfeng, denn ich liebe die Kampfkünste. Als Sanda-Kämpfer kann man später Polizist, Leibwächter oder Kung-Fu-Trainer werden. Auch ohne Universitätsstudium habe ich so ganz gute Berufsaussichten. Andererseits bin ich schon neidisch auf die Studenten in Peking und ihre gute Ausbildung. Außerdem habe ich Angst, dass meine Schulterverletzung mein Training beeinträchtigen könnte. Wenn ich kein guter Sanda-Kämpfer werde, weiß ich nicht, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Das Shaolin-Kloster ist ein sehr geheimnisvoller Ort. Er ist die Geburtsstätte von Zen-Buddhismus und Kung-Fu. Fast alle meine Schüler sind Waisen. Sie wachsen ohne Eltern auf und ich bin für sie wie ein Vater, der ihnen ein Zuhause gibt und ihnen den rechten Weg weist. Ein Shaolin-Meister prüft immer erst den Charakter seiner Schüler. Denn viele halten das harte Training im traditionellen Kung-Fu nicht aus. Für traditionelles Kung-Fu braucht man einen stählernen Körper und einen ebensolchen Willen. Zu seiner Entstehungszeit führte das Shaolin-Kloster eine neue Form der Meditation ein, Zen. Als vor 1500 Jahren der indische Mönch Bodhidharma Zeuge wurde, wie die Shaolin-Mönche während ihrer langen Meditationssitzungen immer wieder einschliefen, überlegte er sich, wie er dies verhindern könne. Er führte Kampfübungen ein, die als Meditation in Bewegung dienen sollten, und kombinierte so Zen mit traditioneller Kampfkunst zum Shaolin-Kung-Fu. Kung-Fu ist der Ausdruck der uns innewohnenden Weisheit durch körperliche Bewegung. Wer wirklich Kung-Fu lernen möchte, darf dies nicht aus Geldgier tun, sondern muss es aus ganzem Herzen wollen. Er muss das Wesen von Kung-Fu verstehen, seinen Körper und Geist mit der Natur in Einklang bringen. Der Abt des Shaolin-Klosters hat angeordnet, dass die Hälfte der Gebäude im Klosterbereich abgerissen und neu aufgebaut werden soll.
Wir rekonstruieren das Kloster, damit es wieder so aussieht wie vor dem Brand im Jahre 1928. Die Schlafsäle der Mönche werden geräumt. Der Mönch Yong Liao und seine Schüler müssen das Kloster vorübergehend verlassen. Yuan Peng wird aufs Land geschickt, wo er beim Lehrer von Yong Liao unterkommen soll, Meister Wang. Ich komme aus der Provinz Gansu. Ich bin der einzige Schüler hier aus Gansu. Ich wusste schon, dass Shaolin ziemlich arm ist und das Leben dort eher rustikal. Der Winter ist unglaublich kalt und es gibt keine Heizung. Die Wände sind nicht isoliert und manchmal ist es drinnen kälter als draußen. Ich muss komplett angezogen in meinem Schlafsack schlafen. Sobald ich aufstehe, ziehe ich meinen Parka an. Ich trage lange Unterwäsche und darüber so viele Klamotten, wie ich nur anziehen kann. Am Morgen hat keiner mehr Lust zu laufen. Das ist so brutal. Wenn man morgens läuft, wird man krank. Ich habe diesen Winter bestimmt 2 Monate lang nicht mehr geduscht. Der Direktor will Geld sparen und dreht nur noch zu bestimmten Zeiten das Wasser in den Leitungen auf. So lernt man eben, Leiden zu ertragen. Solch ein hartes Leben zu führen, hat mich zu einem stärkeren Menschen gemacht. Mein Spagat war einfach furchtbar. Bei 35 Zentimetern über dem Boden war Schluss. Jeden Tag Spagate, das hasse ich. Die chinesischen Schüler haben mit ihrem Training schon als kleine Kinder begonnen. Ihre Muskeln sind viel flexibler als meine. Mit 19 bin ich einfach schon zu steif. Ich übe das erst seit einigen Jahren und die kriegen das einfach so hin. Die kommen rein, dehnen sich 10 Sekunden und dann treffen sie mit dem Fuß ihren Kopf und machen einen richtigen Spagat. Ihre Körper sind zu idealen Körpern für Wushu herangewachsen. Die Chinesen machen diese Bewegungen so fließend und können immer ziemlich weich landen. Eigentlich bin ich zu alt für Wushu. Für mich ist es schmerzhaft. Ich gebe mir größte Mühe, aber ich schaffe es einfach nicht so gut wie die Chinesen zu werden. Wenn man das einige Jahre lang jeden Tag macht, bekommt man irgendwann Probleme. Ich schlafe mit 12 weiteren Kids in einem Schlafsaal. Unsere Betten sind aus Holz. Es gibt keine Privatsphäre. Shaolin ist nicht bequem, sondern hart. Ich lebe zwar nicht im Shaolin-Kloster, aber wir führen ein sehr einfaches Leben. Fast wie das eines Mönches. Es gibt keine Stühle im Speisesaal, also sitze ich beim Essen immer auf dem Boden. Und das Essen ist auch nicht besonders gut. So schlecht ist das gar nicht. Reis, Sojasauce, gut für den Körper. Besser als nichts. Spitzenessen.
Die Tagu-Schule hat sehr strenge Regeln. Ich habe keine Freundin, weil sie uns nicht rauslassen. Wenn ich das Schulgelände verlassen will, brauche ich dafür eine Erlaubnis von 4 Aufsehern. Nach der Verletzung fühlt sich meine Schulter oft taub an. Ich durfte ihr keine Ruhe gönnen, also ist sie schlecht verheilt. Manchmal kugele ich sie mir im Training wieder aus. In letzter Zeit schmerzt meine Schulter ziemlich oft. Ich spüre, dass meine Kraft nicht ausreicht. Deshalb trainiere ich mehr mit Gewichten, um meine Muskulatur zu kräftigen. Mit Mädchen spielen interessiert mich nicht. Lernen und Kung-Fu üben sind viel wichtiger. Bei uns lebt jetzt noch ein Junge aus der Provinz Fujian. Er ist Zhen Zhe Biao und ist hier, um echtes Shaolin-Kung-Fu zu lernen. Meister Wang ist ein Experte für Qigong. Das sind Atemübungen zur Kräftigung der körpereigenen Energie des Qi. Sein Qi kontrollieren zu können, ist eine wichtige Voraussetzung, um seine körperlichen Fähigkeiten zu verbessern. Qigong hat eine jahrtausendealte Geschichte. Die Kraft des Qi ist äußerst zerstörerisch und sollte eigentlich nicht in einem Kampf eingesetzt werden. Qigong-Meister können den Kreislauf ihrer Gegner anhalten und sämtliche Körperfunktionen zum Erliegen bringen. Wie lange musst du diese Position halten? 10 Minuten. Jede einzelne Position? Ja.
Als Anschauungsmaterial für die Trainingsmethoden des traditionellen Kung Fu sehen sich Eric und Hussein alte Dokumentarfilme an. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, bei diesem Wettkampf meine Form vorführen zu dürfen. Ich bin als Letzter an der Reihe. Das Beste zum Schluss. Die ganzen Kids hier könnten mir mit Leichtigkeit in den Arsch treten. Ich habe 7,8 Punkte. Eine Goldmedaille. Großartig. Ich war über mich selbst überrascht. Ich hätte nie gedacht, so gut abzuschneiden. Im Sommer in der Touristensaison kommen eine Menge Ausländer zur Schule, um ein paar Wochen lang Kung Fu zu trainieren. Leider müssen die mit mir trainieren. Ich bin der Aushilfstrainer für die Lao Wei. Ausländer, die noch nie in ihrem Leben einen ganzen Tag Kung Fu trainiert haben. Die Ausländer werden anders behandelt. Sie werden nie geschlagen und genießen Privilegien, die den Chinesen nie zugestanden werden. Das finde ich falsch. Ich hasse Ausländer, die faul sind. Die Chinesen sehen deren Kung Fu und beurteilen mich danach. Schau dir diese faulen Ausländer an. Guck mal, die bekommen eine Sonderbehandlung. Ich habe für Einzelunterricht bezahlt und könnte an meinen Formen arbeiten, mich im Kung Fu verbessern. Stattdessen muss ich mich mit diesen Typen abgeben. Das Sanda-Team von Tagu bereitet sich auf die bevorstehenden nationalen Meisterschaften vor. Die Kämpfer sollen fast 10 Kilogramm abnehmen, um ihre Körpergröße als Vorteil in einer niedrigeren Gewichtsklasse einzusetzen. Das Training ist jetzt sehr intensiv. Selbst wenn du durstig bist, darfst du nichts trinken, denn wenn du trinkst, wiegst du mehr. Deshalb spülen wir unseren Mund mit Wasser und spucken es wieder aus. Direkt vor einem Wettkampf dürfen wir nichts mehr essen. Manche Jungs verlieren bei diesen Abnehmversuchen das Bewusstsein. Ich spüre, dass Sanda meine Willenskraft gestärkt hat. Chu ist 1,80 Meter groß und wiegt 72,5 Kilo. Er soll sein Gewicht auf 63,5 Kilo senken, um sich fürs Turnier zu qualifizieren. Die chinesischen Meisterschaften sind viel anspruchsvoller als die Stadtspiele. Die besten Kämpfer aus ganz China werden gegen uns antreten. Wir besuchen mit der Mannschaft das Shaolin-Kloster, um Räucherstäbchen anzuzünden und zu beten. Buddha möge uns seinen Segen geben, damit wir das Turnier gewinnen. Wenn ich die nationale Meisterschaft nicht gewinne, schaffe ich es nie zum Sanda-König.
Bei den chinesischen Sanda-Meisterschaften treten Amateure und Studenten gegen Profikämpfer an. Die Kämpfer von Tagu müssen sogar gegen den mongolischen Sanda-König Nashun Girle antreten. Der Mongole Nashun Girle ist der amtierende Sanda-König. Gegen den mongolischen Sanda-König steigt der größte Kämpfer von Tagu in den Ring. Mein Gegner ist aus der besten Sanda-Mannschaft Chinas. Dong Kei hat sich als einziger aus dem Tagu-Team für die Finalrunde qualifiziert. Meister Wang unterrichtet Juan Peng im Eisenhemd Qigong. Qigong ist eine geheimnisvolle Kunst, die dem, der sie beherrscht, übermenschliche Kräfte verleihen kann. Qigong stählt den Körper, schützt ihn vor Krankheiten und kann sogar lebensverlängernd wirken. Qigong verleiht einem spezielle Fähigkeiten. Ein Qigong-Meister kann wie ein Superheld sein. Yuan Peng ist schlau und talentiert. Wow.
Ich mache jeden Tag Liegestütze, denn ich habe eh nichts Besseres zu tun. Auch wenn ich müde bin, mache ich damit weiter. Eric soll bei einer Fernsehshow auftreten. Der Direktor hat mich gefragt, ob ich mit Orion nach Amerika gehe. Natürlich nicht, habe ich ihm geantwortet. Er hat etwas dagegen, dass ich im Ausland an meiner Karriere weiterarbeite. Aber mein Englisch ist nicht gut und ich kann auch sonst nicht viel. Xian Wei hat keine akademische Ausbildung. Ich weiß, dass er aus einer sehr armen Landarbeiterfamilie aus Henan kommt. Er bekommt $50 im Monat für eine 60-Stunden-Woche. Was, wenn ihm etwas zustößt oder er gefeuert wird? Er hat doch nur sein Kung-Fu. Ehrlich gesagt weiß ich, dass er aus Henan weg wollte und ein besseres Leben sucht. Orion muss feststellen, dass sein Trainer und Freund Xian Wei die Schule plötzlich verlassen hat. Ich vermisse Xian Wei. Jetzt bin ich wieder ganz auf mich allein gestellt. Eigentlich habe ich immer davon geträumt, ein Shaolin-Kung-Fu-Meister zu werden. All die Jungs, die fortgeschrittenen Schüler der Kung-Fu-Schulen in Shaolin, die sind so unglaublich gut. Und das wollte ich auch können. Aber ich habe mir was vorgemacht. Mein Knöchel schmerzte irgendwann so sehr, dass jeder Schritt unerträgliche Schmerzen verursachte. Ich konnte kaum laufen und versuchte dennoch weiter zu trainieren. Nach 5 Minuten Training hatte ich solche Schmerzen, dass ich fast in Tränen ausbrach. Mein Körper sagte mir, dass ich damit besser aufhören soll. Ich lerne kein Wushu mehr, denn ich musste aufgrund meiner Knöchelverletzung aufgeben. Mit dem Training aufzuhören hat mich sehr deprimiert, denn 2,5 Jahre habe ich nichts anderes gemacht. Mein Traum war zerstört.
Was sollte ich jetzt bloß tun? Was stelle ich mit meinem Leben an? Als ich nach Shaolin kam, wollte ich so gut werden wie die chinesischen Kids. Aber ich glaube nicht, dass ich das jemals schaffen werde. Ich habe so hart trainiert und wurde doch so schnell geschlagen. Kampfsport ist einfach brutal. Ich beneide Dong Kei um seinen Sieg bei den nationalen Sanda-Meisterschaften. Aber ich betrachte seinen Sieg auch als Ehre, denn wir sind Kampfesbrüder. Seit den Meisterschaften habe ich mich definitiv verbessert. Und selbst wenn ich keine großen Erfolge im Sanda erzielen sollte, werde ich nichts bereuen. Denn ich habe mein Bestes gegeben. Meister De Yang ist ein großer Mann, mit einem guten Herzen und einem guten Geist. Aber China ist so groß und es gibt so viele Orte, wo man Kung Fu lernen kann. Folge deinem Schicksal, dann entwickeln sich die Dinge. Das Wichtigste, was ich in Shaolin gelernt habe, ist Durchhaltevermögen. Du musst die Lebensumstände aushalten, du musst die schlechte Laune der anderen Ausländer ertragen. Für mich als Ausländer war das alles nicht so einfach. Aber jetzt kann ich eine Menge aushalten. Ich habe angefangen, Sanda zu trainieren. Chinesisches Kickboxen. Das schadet meinen Knöcheln nicht. Im Gegenteil, das Springen und die Grundhaltung hat sie gekräftigt. Mir gefällt diese Art Training ehrlich gesagt viel besser, denn sie erinnert mich an meine Anfänge im Erlernen der Kampfkünste. Es tut gut, mit einem Gegner zu arbeiten. Das fühlt sich nach echter Kampfkunst an. Mit meinem Herzen übe ich immer noch Kung Fu. Ich gebe mich ja nicht mit weniger zufrieden, sondern versuche mehr zu erreichen. Ohne Kampfkunst fehlt mir was. Dann wäre ich nicht ich, wäre nicht Orion. Qigong kann sogar Tote wieder zum Leben erwecken. Es gibt noch diverse Qigong-Übungen, die ich Yuan Peng gerne beibringen will. Aber damit muss ich warten, bis er erwachsen ist. Yuan Peng hat großes Potenzial und er lernt schnell. Er wird rasch Fortschritte machen. Meister Wang hat mir erzählt, dass Qigong sehr mächtig ist. Ich glaube, wenn ich Qigong mal richtig beherrsche, dann werde ich so stark sein wie Superman. Dann kann ich Menschen beschützen, meinem Land dienen und Kriege verhindern. Ich bleibe hier und lerne weiter. Ich will ein kämpfender Mönch werden. Die Wut und die Tränen meiner Eltern werde ich nur schwer vergessen können.
总是一副说不清楚的样子，他松了气，不是很重，不听见谁说说，他说风雨中这点头算什么，擦干泪，不要问为什么，至少我们还有梦，他说风雨中这点头算什么，擦干泪，不要问为什么。